Letzten Freitag war es verdammt wild im Livestream. Das, was am meisten reingeballert hat, zeige ich dir hier. Nicht nur, dass wir letzten Freitag am Belaya ein Wahnsinnsturnier gemacht hatten mit über 4.500 Silber Preisgeld, quasi wie jeden Freitag das Belaya-Wettangeln. Wir waren auch tatsächlich am Bärensee auf Masse und die meiste Masse hat Zunge Junge rausgezogen, hier an der Stelle auf Kokos und Banane. Also Kokos, Banane und ich baller es gleich erstmal rein. Ich bin jetzt hier gerade hin, habe mir das gerade nochmal angeschaut, was denn da am letzten Freitag so lief. Und das testen wir jetzt hier einfach mal nach. Da muss doch noch ein bisschen was gehen. Er hat tatsächlich, wir haben ein Turnier gemacht von 36 Stunden. Und er hat verschiedenste Köder durchgetestet. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Und hat innerhalb von diesen 36 Stunden hat er, 400 Kilo Fisch rausgezogen. Richtig heftig. Ich muss gerade noch mal eben gucken, sehe ich das hier gerade noch? Da ist es. Da ist das Turnier, läuft da noch eine halbe Stunde, genau. In dem Moment jetzt von dem Screenshot, den ich hier habe, 397 Kilo. Heftiger Scheiß, also richtig, richtig viel Masse. Mr. Keeling auch richtig stabil, genau. Nopoman auch richtig krass. Big Cowley bis dahin richtig gut. V plus Crit, Ben Hit. Also richtig, richtig viel Fisch wurde rausgezogen. 260, 270, 400 Kilo war halt Platz 1. Und das versuche ich hier nochmal jetzt gerade nachzuziehen. Mit unterschiedlichsten Boilies. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, auf Masse zu gehen, auf Kilo zu gehen, ist natürlich was anderes als auf Trophäen, ganz klarer Fall. Denn wenn man viele Fische fängt, sind es eben auch häufig viele kleine, wobei es eben nicht nur die kleinen waren. Nichtsdestotrotz bin ich gerade jetzt hier etwas kleiner unterwegs. Ihr seht hier zum Beispiel 14er Pellets mit dabei. Hier jetzt gerade nur Sahne als Maiskorn, also ein sehr kleiner Köder und auch hier 14er, 16er Pop-Up. Das ist sogar schon relativ groß, weil man eben zwei Pop-Up-Boilies jetzt in Kombination hat. Eine etwas kleinere Variante wäre einmal Mais und einmal Boilie, ist mit Sicherheit auch die populärste Kombination. Stelle ich gleich auch nochmal ein bisschen um. Im Großen und Ganzen habe ich tendenziell mehr Pop-Up-Rig. Eine Route, nichtsdestotrotz auch hier mit klassischer Haarmontage, liegt also sinkende Pellets und Boilies, die liegen halt eher auf dem Grund jetzt rum. Und hier jetzt auftauchende, schwimmende. So, und jetzt wird erstmal getestet. Wie gesagt, bisher ohne Futtermische. 17 Meter weit raus. Und ich glaube, eine Futtermische baue ich gleich auch nochmal zusammen. Und dann bin ich gespannt, wie das denn hier anläuft. Wettermäßig und so, ja, sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Wir haben es relativ warm jetzt gerade hier die Tage. Ja, relativ warm. Das heißt, ein ufernahes Angeln bei so hohen Temperaturen ist nicht verkehrt. Gerade auch für die Amure. Die stehen dann gerne auch mal bei den hohen Temperaturen eher etwas ufernah. 17 Meter hier an der Stelle, würde ich sagen, ist so ein Zwischending zwischen ufernah noch und nicht mehr. Ungefähr da, 15 bis 16 Meter, ist auch die Grenze von untergrundgrasig zu untergrundschlammig. Das heißt, wir landen mit 17 Meter in diesem schlammigen Bereich, dementsprechend auch, wie gesagt, das Leadcore in der Farbe braun und das Blei auch. Lehmig, schlammiger Untergrund, das sind zwei Komponenten, die ja auch eine Scheuchwirkung haben oder haben können. Dementsprechend, ja, darauf ein bisschen achten, dass man da eine passende Farbe wählt zum Untergrund. Ansonsten würde ich sagen,
Ja, ich teste gleich nochmal jetzt mit einer Futtermische. Die bauen wir gleich am besten mal zusammen. Und dann wird hier einfach nochmal versucht, mehr rauszuziehen. Und jetzt ist halt echt die Frage, auf welcher Köderkombi läuft es am besten? Ich habe auch schon überlegt, ob ich Kokos und Früchte mit dran mache. Das lief ja vor ein paar Tagen auch schon mal ganz gut. Spiegelkarpfen. Einfach nur Sahne, Mais, also super günstig auch. Und Bananenpunsch und nicht Kokossahne als Dip oder Kokosnektar. So, wieder raus. Auf entspannte 17 Meter. Und ich tendiere dazu, als erstes hier den sinkenden Köder rauszunehmen. Weil die beiden anderen bisher schon deutlich besser geliefert haben. Heißt also momentan Pop-Up-Rig vor klassischer Haarmontage. Sieht momentan schon besser aus. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier die Futtermisch-Kombi. Vielleicht muss ich zwischendurch nochmal einen Fisch rausziehen. Bedeutet, wir gehen kurz rein, genau in die Futtermische. Wir nehmen natürlich eine Trockenmische. Wir können natürlich aber auch hier die Bällchen nehmen. Hier 17 Meter weit kann man von Hand aus werfen. Soll ich mal die Bällchen nehmen? Ja, ich nehme einfach mal die Bällchen, oder? Komm, machen wir mal anfängerfreundlich. Wir nehmen einfach mal die Bällchen, nehmen dafür Mais. Ich tendiere gerade entweder Mais oder Biskuit, aber ich glaube, ich nehme Mais als Basis. Dann gehen wir natürlich einmal rein mit Kokos. Wir gehen rein mit, haben wir hier, Feed Pellets. Wir nehmen alles mal die großen Partikel jetzt. Wir wollen ja auch die großen Fische. Feed Pellets und ich würde sagen, wobei eigentlich wollen wir nicht die großen, wir wollen Frequenz. Ich nehme mal so mittlere. Ich nehme mal so mittelgroße. Hier 7 mm. So, dann nehmen wir hier, gibt es noch was anderes mit Kokos? Kokosfrucht. Kokosnussfrüchte, das mache ich gleich mit drauf. Banane kommt auf jeden Fall mit rein. Feed Pellets, hier haben wir auch 7er, das ist auch gut. Dann nehme ich nochmal Sahne. Sahne haben wir auch. Zumindest in den Ködern immer wieder mit drin, ne? Das heißt, wir nehmen auch einmal hier Sahne Feed Pellets. Ich nehme einfach mal hier süße Sahne. 8er, 6er, so. Und weil wir auf Karpfen sind, könnten wir einmal eine Runde Amino wieder mit reinmischen. Amino auch hier nur in klein. Oder wir machen auch hier 8er. Dann haben wir hier von den Größen ungefähr alles gleich große Pellets. Und das Ganze machen wir hier. Ja, womit jetzt? Womit jetzt? Es ist relativ ausgeglichen. Es ist relativ ausgeglichen. Entweder mit Banane. Oder ich mache ein paar mit Banane. Werf 5 Stück mit Banane rein und werf 5 Stück mit Kokos rein. Wäre auch eine Möglichkeit. Banane. Gibt es Kokos und Frucht? Kokosnuss, Kokosnusscreme. Ich nehme hier einmal Kokosnusscreme. Baue das jetzt einfach hier. Guck. Banane, Kokosnuss, bau das einmal jetzt an, zap, zarap, zarap, fertig, und dann machen wir hier am Ende nochmal Banane und nennen das dann natürlich dementsprechend um, Banane, kok, ban, ban, so, und anfertigen. So, und ich baller jetzt tatsächlich 5-5 rein und dann ist der Drops gelutscht. Hier ist sogar noch eine bessere Wertung gewesen, bessere Qualität. Und hier eskaliert es natürlich direkt, so soll das sein. Auf den Pop-Up. Also, ich baue gleich hier diese Route auf jeden Fall nochmal um auf Pop-Up. Hier gehen wir jetzt gleich auf Kokosfrüchte und Banane. So, die lassen wir mal eben. Die holen wir auch kurz raus und die dritte auch. Und dann werfen wir gleich alle drei schön... Ach nee, ich habe kein PVA. Ich kann also direkt wieder reinwerfen. Das baue ich aber auch nochmal um. Das schmeckt mir noch nicht so ganz. Und zwar machen wir das einmal nochmal so. Wir machen mit Mais, Kokos. Ne, das ist jetzt erstmal der Boilies. Kokosfrüchte. Ich mache mal Kokosfrüchte 16
und Mais, Banane, Gelb, Kokosnektar. So, PVA hatten wir nicht. 17 Meter raus. Zack. So, was haben wir hier? Wir haben nur Mais. Mit Banane lasse ich so. Vielleicht bringt das hier nochmal richtig schön Frequenz auch rein. So, und das dritte Ding kommt jetzt hier auch nochmal raus. Ich muss mich ein bisschen am beeilen. Wir haben jetzt schon 18 Uhr. Da soll ja jetzt hier auch noch ein bisschen was gehen in den Abendstunden. Und die Futtermische muss auch noch wirken. Das heißt, wir ändern hier erstmal nochmal auf das Pop-Up-Rig. Wir gehen hier auf. Wir gehen hier auf. Ich mache hier mal Doppelboili. Und zwar nehmen wir hier jetzt einmal Kokos und Kokosnussfrüchte 15. Und wir machen hier Banane 14. Auch hier nochmal relativ kleine Köder. Das Ganze mit Kokos, jawohl, und so wieder raus. Aber eben als Pop-up. Zack. Bremse und so weiter passt. Und jetzt schnell raus mit den Futtermischen. Inventory, Kork, Banane, Sahne, wo ist es hin? Da, die beiden sind es. Fangen wir damit an, benutzen und jetzt muss ich mich ein bisschen nach hinten stellen, denn wir wollen halt auf die 17 Meter raus. Und ich werfe einfach auf Maximum, ist sogar noch weiter nach hinten. So, 1, 2, 3, 4, ich verstreue das auch so ein bisschen, 5, das hat ja 2 Meter Radius, das heißt, das wird schon klappen. Und dann machen wir hier nochmal, das waren jetzt die und dann nehmen wir die hier, Kokosnane, Banane, Kokosnuss als Aroma, gleiche, maximal auswerfen hier. Man wirft ja so 20, 21 Meter ungefähr aus. Das heißt, man muss schon so ein paar Meter weiter nach hinten und einfach gucken beim Auswerfen, wo landen die Köder, ne? Jetzt gleich von der Route auch, ne? So. Aber ich glaube, ich sollte da jetzt in diesem Bereich sein. Das ist halt der Vorteil, ne? Das ist der eigentliche Vorteil vom PVA. Du wirfst es raus und es landet genau da, wo auch die Fische sind. Das ist einfach der Vorteil. Beziehungsweise, wo der Köder ist. Das ist der eigentliche Vorteil. So, ja, aber ich glaube, es passt ganz gut in dem Bereich vom Schatten. Da sind auch, waren auch die Einschläge. Ja, und jetzt heißt es erstmal abwarten, Futtermische wirken lassen. Es bimmelt jetzt hier auch wieder los. Also, Pop-Up-Rig für alle Karpfenangler oder alle, die frisch damit anfangen. Pop-Up-Rig must have. Super, super wichtig. 3 Punkte auch reinballern. Super wichtiges Ding. Schlaufenmontage dann vielleicht auch noch. Und alles andere davor. Ja, Haarmontage ist noch wichtig. Für mich immer das Wichtigste, Haarmontage. Ja, Karpfenruten tatsächlich auch. Pop-Up-Rig und Schlaufe. Muss ich irgendwann mal skillen. Ich habe irgendwann immer, ja, wie gesagt, die Inline geskillt. Nächstes Mal, wenn ich irgendwie neu skille, kommt die Schlaufenmontage wieder dran. So. Da ist auch was dran. Irgendwas Lüttes aber. Wir haben ja auch die kleinen Köder. Und da wird halt jetzt noch ein bisschen getestet. Übrigens heute auf dem Sonntag und Montag ist hier noch großes Barbensuchen am Bärensee. Es wird die Barbe am Wochenende gesucht. Wenn ihr Bock habt, einfach mal gucken. Im Discord ist der Bereich Team Spotsuche. Link zum Discord unter dem Video. Apropos, wenn ihr gerade dabei bist, runter zu scrollen, da ist auch der Abo-Button. Dankeschön, hilft mega. So, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen raus. Lass es ein bisschen zuppeln und testen. Bisher ist noch nicht die Mega-Frequenz, aber ich glaube, es geht so langsam los. 400 Kilo Fisch müssen hier raus. Das wäre der Hammer, Alter. Das wäre der Oberhammer. Ich brauche auch noch ein bisschen... Ja, es zuppelt los, es wird immer mehr. Sehr gut. Sehr gut. Und wenn jetzt auch noch, ich wollte es gerade sagen, wenn jetzt auch noch die Größen langsam stimmen und es zuppeln alle drei los. Ja, Wolski. Perfekt. Schön für die Abendstunden, dass man da Karpfen ready ist. 5 Kilo Amur. Gerne mehr auch von den Amuren. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Auch das lohnt sich ja kohlemäßig. Next, jawohl. Und dann schön rein hier in den Blank reindrücken. Bisschen nach oben auch immer schön halten.
und gib ihm. Gerade wenn man hier mit der HSV steht oder sowas, mit nur 17 Kilo Vorfach oder solche Sachen, dann ja, ruhig hart auch den Blank ausnutzen, dass der Fisch halt mehr Power braucht und nicht einfach so gerade drauf zuhalten. Dann geht die ganze Kraft halt nur über die Schnur und über die Rolle und nicht in die Rute rein. Müssen wir halt alles ausnutzen im Low- und Mid-Level-Bereich. So, letztens hier ja noch eine Überraschung gehabt, auch bei der ersten Karpfensuche, das war auch im Livestream, Barbensuche war es, mit Käse und Weizenkorn in der Kombination auf der Matchroute. 15 Kilo Vorfach hier oben, 21 Meter. 55, 63 ist das. Schuppenkarpfen-Trophy. Absolute Überraschung. Hat aber auch lange gebraucht. Also der Drill ging bis hier oben hin und dann hier irgendwann rausgezogen. Also auch das eine wilde mit Naturködern, wilde, schöne Kombination. Einfach mal das olle Weizenkorn nehmen, geht bis zu einem Viererhaken. Gar nicht so schlecht gewesen. Und einige Barben auch da drauf. So, also es sieht gar nicht so schlecht aus. Es läuft ganz gut an. Ich bin bis jetzt schon ganz zufrieden. Sehr, sehr gut. Gleich kommen halt noch die Abendstunden. Und es zuppelt munter weiter. Also Kokos, Banane, Kokos und Früchte, kann man sagen. Das ist jetzt hier schon mal eine ganz gute Kombi in den 15 Minuten. Ja, ich würde sagen, jetzt so langsam steigt es dann halt erst richtig ein. Von der Futtermische, von der Kombination. Ich würde sagen, jetzt erstmal ein bisschen abwarten und 4 Uhr morgens wieder nachfüttern. Es sind jetzt 10 Futtermischen drin. Das reicht auch erstmal so für den Einstieg. Der Spot ist sozusagen aktiv. Und es ist jetzt nicht so, dass man jetzt direkt mit den, wenn man jetzt noch was irgendwie 11, 12, 13 Futtermischen reinballert, dass man direkt überfüttert. Kein Stress damit. So ist es nicht. Aber es muss auch erstmal aufgefressen werden sozusagen. Das ganze Zeug, das ganze Futter, was da jetzt drin ist, muss ja auch erstmal gefressen werden. Nebenbei auch eben schön hier unsere Köder. Und wir wollen halt den Spot auch nicht überfüttern und lange, so lange wie es möglich aktiv halten. Und dementsprechend ja hier zwischendurch nochmal nachfüttern. Und für mich ist dann immer so die Uhrzeit so vor den Hotspots. Vor den Abendstunden, vor den Morgenstunden, dass man dann halt nochmal so anfüttert. Ich habe immer so ungefähr 4 Uhr, 16 Uhr so auf dem Wecker, dass ich da dann die Futtermischen drin habe. Und dann wird halt in der Zeit immer wieder angefüttert, nachgefüttert. Heißt also, wenn es dann gleich 4 Uhr in der Nacht ist, kommen dann nochmal 5 Mischen mit Kokosdip, 5 Mischen mit Bananendip da rein. Und dann sollte der Spot doch aktiv sein, auch wieder schön für die Morgenstunden. Und in der Nacht ist halt eh wieder ein bisschen flauter. Nicht schlecht, läuft gut. Next, einer nach dem anderen. Kein Wunder, dass er hier rausgezogen hat. Und tatsächlich auch hier auf die günstigste Kombination regelmäßig große Brocken. Also hier einfach nur mit dem Maiskorn und Bananenpunsch. Auch das liefert tatsächlich. Und bis jetzt auch echt auch die großen. Also das ist, es ist gar nicht so, dass man sagt, die kleine Kombi liefert nur klein. Nö, nö. Die kleineren Boilies, oder guck mal hier, da sind die kleineren drauf. Sogar die ollen Karauschen, Alter. Hammer. Ich meine, eine Möglichkeit wäre es eben noch, sich hier mit großen Boilies auch hinzustellen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht 2 Routen klein. Eine Route, 22er Boilies, 20er Boilies. Also deutlich mal größer reingehen, um da zu versuchen, vielleicht auch nochmal eine Trophy rauszuziehen. Trophy bedeutet halt immer direkt nochmal 200 Silber mehr. Das lohnt sich halt enorm. Wenn man so einen Kescher irgendwie hat mit einer Trophy drin, ist immer wieder schick. Aber auch wie gesagt, hier jetzt mit den Amuren, die ballern hier gerade ganz gut rein. Gar nicht schlecht. Also, ich bin super zufrieden. Danke nochmal an Zunge Junge auch für den Austausch. Und ich würde sagen, zieht raus die Brocken. Ich mache jetzt hier den Kescher voll. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, wie gesagt, Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin, Petri.